Junge, warst du b***? Warum furzt du, Digga? Freunde, was geht ab? Heute ist der Tag der Tage. Heute ist das legendäre Basketballturnier in Chemnitz. Krass, die haben mich in eine krasse Mannschaft reingesperrt. Knossi, Trimax. Wie spät ist es ja? 12 Uhr. Ach, Sammy hat schon geschrieben, wo bist du? Hey, Abzuwählen. Was geht ab? Was geht ab? Bist du Hotel? Ja. Yeah. Welche? For you, feel good oder so. Ah, nicht dieser Hof? Nein, wo bist du? Ich bin gerade was essen. Ich laufe jetzt zu dieser Halle, Bruder, ja? Ich komme auch jetzt. Also ich mache mich jetzt auch fertig. Tamam, ich bin eine halbe Stunde da gesehen. Tamam, okay. Heide, bis dann. Heide, bis später. Sorry, aber jeder, der Heuschnupfen hat, der weiß, wie sich das anfühlt, Digga, wenn man Heuschnupfen hat. Krasser Hotel, ich hab mich gefühlt wie in Jugendherberge, Digga. Aber Leute, mach doch Vorhang, Digga, was ist das, ja, diese Dings hier, der? Was geht denn hier ab, Alter? Naja, Security, krass. Wir sind doch NBA-Spieler, dass wir Security brauchen. Wir haben hier geschlafen mit dieser Göttritze, Digga. Mein Fuß und mein Arm war drin einfach. Wie soll ich mit dem Arm heute werfen? Auf jeden Fall, ich erzähle euch mal kurz, was gestern passiert ist. Wir kommen hier an, ich gehe an die Rezeption. Er sagt, wer bist du? Ich sag, Mert Ekşi. Er sagt, nee. Ich sag, doch, warum? Er sagt, das glaube ich dir nicht, dass du das jetzt bist. Ich sag, doch, warum? Er sagt, mir wurde gesagt, du kommst heute nicht, wir haben dein Zimmer vergeben. Und ich sag, okay. Ich stehe dann davor und sag, ja, was soll ich jetzt machen? Zur Not, ich wäre einfach andere Hotel gegangen. Die sagen, weißt du, wann Montana kommt? Ich sag, nee, ich habe keine Ahnung. Die so, okay, wenn du mir versprichst, dass du morgen auscheckst, sehr schnell, so um 10, dann gebe ich dir das, die Suite von Montana Black. Anlömo, ja, Morok, Anlömo, Sweet, ja, Sweet, Anlömo. Morok, zum Glück haben die diese Suite mir gegeben, Digga, wenn, ich schwöre bei Gott, Digga, Montana wäre hier reingegangen, er wäre so. Nee, Digga, was ist das denn für ein Hurensohn? Er wird wieder rausgehen. Was ist das denn hier? Cookies. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier waren 3 Stück, Digga. Und deswegen, meine Damen und Herren, heißt Maus Maus. Seht ihr das? Das macht nur eine Maus. Oh mein Gott. Boah, wie weich die sind. Oha, Junge. Also, das Video muss heißen, ein Tag Montana Black. Egal. Aber geht Alter! Oh, piss dich, Digga! Boah! Die schmecken wirklich richtig fucking gut! So, Freunde, wir sind jetzt so gut wie fertig. Einer von der Rezeption kam gerade rein. Er meinte, ey, da wartet jemand seit gestern auf dich. Der will sein Trikot unterschrieben haben. Ich gucke raus. Da ist wirklich einer mit Fan-Trikot. Ich gehe da jetzt hin, ich unterschreibe sein Trikot, Digga. Ey, Maus, nimm mal kurz Dings. Leute, ich muss euch eine kleine Geschichte oder eine kleine Dings. Zu diesem Trikot, das ist das Trikot von meinem Bruder. Guck mal bitte, was hinten drauf steht. Die Rosen oder so? Ich sag, warum holst du dieses Trikot? Er sagt, weil da steht der Osan. Aber wie stark ist das? Einfach ein Deutscher, Digga. Und das sind heute meine Treter, Junge, wie bei Like Mike, Baksana Monok. Die hat mein Bruder mir aus Australien mitgebracht. Kein Mensch in Deutschland hat diese Nike-Schuhe, Digga. Ich werde heute damit springen wie ein Känguru. Die werden sagen, was macht der da? Hat der Doping genommen? Jetzt geht's jetzt runter in die Lobby. Maus, lass einfach da drauf springen, ja. Einfach, ey, was spielt sich für ein Spiel an? Die spielt Automat einfach. Salam alaikum. Salam alaikum. Ey, wir sind einfach die einzigen Kenex hier, Digga. So, wir müssen jetzt ganz schnell abchecken. Alle. Du müsst jetzt sofort abchecken, weil ich habe ihm gestern versprochen, Montana Black möchte in seine Suite. Ach, verpiss dich, habe Necke. Walla, er soll da eine Minute reingehen. Ich bin der größte wenn er da bleibt. Der Cappuccino ist bei dir? Ja, danke. Oh. Ach, Junge, das sieht Weltklasse aus, ja. Maxana Mord. Mal gucken, wie lange er wartet, Digga. Der Arme, ja, Walla, tut mir so leid. Haram, sitzt der da unten, Digga? Walla, wie siehst du es? Was geht, Land? Aleikum salam, alles klar bei dir? Ja. Wie geht's? Wie lange wartest du schon hier, ja? 12 Stunden insgesamt. 12 Stunden? Stabil, Bruder, jetzt. Ja, Kusura Bakba, ich hab das gar nicht mitbekommen. Die sind hochgegangen, die haben gesagt, da wartet jemand auf dich. Ich bin direkt runtergerannt, Bruder, ja? Was sind das für Unterschriften schon? Mané? Nee, das ist Dings, wie heißt das? Das ist Abu Goku. Ach so, Abu Goku. Ach so, Rot. Ach, stark. Ja. Die haben mir gesagt, da wartet jemand mit einem Gala-Trikot, Alter. Lakshu, wie geht? Du hast mich erschrocken, Land. Ich dachte, einer will mich schlagen. Ich bin Burak. Burak. Basar. Basar. Anlion, Basar. Wer noch?
Was geht es denn? Da waren wir okay. So, meine Damen und Herren, Chief Generen. Alle sind schon beim Turnier, Digga. Wir sind jetzt gerade erst rausgegangen. Ich schwöre dir, ich bin gestern um 8 Uhr eingeschlafen. Um 12 Uhr höre ich deine Stimme. Ey, was geht ab, alle? Ja, Walla. Maus, sein Creator-Mode, ne? Digga, Zentanium-Mal bin ich, Digga. Freunde, wir sind hier bei Rohards King Cans Stand. Erzähl mal, was muss ich hier klauen, Digga? Oder du musst mitnehmen. Also das auf jeden Fall, ich liebe Jalapenos in mein Leben. Die kenne ich schon, ich sag dir ehrlich, die gönne ich jemand anderen. Das gönne ich auf jeden Fall. Das gönne ich dir, den nimmst du heute auf jeden Fall mit. Okay, einen nehme ich mit, Walla, ich muss jemanden damit. Digga, heute muss irgendwas muss ich spielen, die Bestrafung wird das sein. Oh ja, als Türke, Red Walla. Bull Peach. Peach. Red Bull Peach, Morok. Aber das ist doch nichts Besonderes, oder? Oh, das ist in türkisch und schwedische Produktion gibt's das. In Türkei ist das. Ach so, in Deutschland gibt's das nicht? Das sind alles eigentlich Sachen, die es in Deutschland so okay. Nicht gibt, oder? Ja, okay. Guck mal, Kanaken, Digga. Ich probiere zum ersten Mal jetzt Takis, Digga. Walla, zum ersten Mal, ich sehe überall Takis. Makis, Baki, Live-Check. Boah, ich hab mehr erwartet, ja. Walla. Vielleicht liegt's daran, dass ich noch nichts gegessen hab, Digga. Walla, die schmecken krass. Er ist der Erste. Ja, Walla, er ist der Erste, der Takis nicht feiert, Digga. Abo. Junge, du spielst gegen Abu Gokus Kind. Ja, wir sind gleich groß. Warum, Junge? Weil wir gleich groß sind. Komm, hier ist ein der richtiger Gegner jetzt. Ey, Walla, starke Dings. Na, was ist das, Mann, auf ihn? Freunde, hier ist die Dings. Komm, weißt du was? Weißt du was? Komm, wir machen jetzt eine Wette. 5er Sub-Bombe. Okay. Wer Dings Freiburg betrifft. Okay. Wenn du triffst, muss ich nachlegen. Tamam. Tamam. Ich liebe Ausländer. Direkt Kumar Moro. 5er, 25 Euro Start. Geh, ui. Ah, Junge, ich komm direkt hier rein. 25 Euro plus. Ja, Wallah, stark. Ja. Aber das Problem ist. Auf geht's. Nice. Let's go. Alle, wir sind diese Klettmer, Digga. Zeig dir, okay, warum Gala besser ist. Nach mir. Warum Gala besser ist? Ja, zeig das, Bruder. Tamam. Ich zeig dir gleich Tunesien. Ohne Sinn, kennst du? Ey, Bruder, nimm nie wieder Gala im Mund, ja. Zeig mal Fenner. Hier, Fenner. Nein, na, Walla, der war so sauber, ja. Stark. Tamam, ich hab noch eine Chance. Das ist eine Oldschool-Kamera mit diesem Fischobjektiv. Genau. Digga, bist Eski-Genschlerden. Ja, es geht gerade um 5 Wasser. Heide Aslan, bist Fenerbahce, macht immer letzte Minute Ausgleich, das ist genau diese Situation. Valla Butter gibi girdi lan. So Freunde, wir sind gerade in der Umkleidekabine. Ich weiß nicht, welche Nummer ich nehmen soll. Nummer 11, Nummer 7, Nummer 19. Haben wir noch im Serdar Dursun, der hat die Nummer gef***t. Alioski, Atilla Salay. Icardi! Ey, Walla, Nummer 99, das wäre schon lustig, wenn ich mit Icardi Nummer hier reingehe. Nummer 1, Nummer 69, ein bisschen pervers, weißt du, Fremdgehen 69 Basis. Ich nehme, glaube ich, die 99. Ja. Ey, und wenn ich 3er mache, ich mache so. Ja, geil. Leute, ich bin. Die haben einfach, ich bin. Das sieht aus wie Homer Simpson. Das sieht aus wie ein Donut, Junge. Ich bin einfach Pisache geworden, aber Leute, ein wahrer Türke ist kein Türke, wenn er nicht mit Athlet rausgeht. Sogar also, bei Basketball-Trikot Athlet. Weil ohne diese Athlet. Fühle ich mich nackt, Bruder. Ich muss heute Leistung zeigen, Digga. Freunde, ich schieb gerade unnormal Depris. Ich schwöre dir, jeder Zweite, der an mir vorbeiläuft, sagt, was sind das für Trikots hier? Klossi und Trimax, was habt ihr euch dabei gedacht, ja? Jeder lacht uns aus, Amunakim. Aber egal. Digga, ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Ich hab die Nummer von Icardi. Wenn ich nichts mache, ich mach so Icardi. Und die beide versuchen richtig so süß, beste Freunde versuchen einen aufzumuntern. Walla sieht nicht gut aus. Die haben davor das Trikot gemacht, jetzt sagen die sieht nicht gut aus, Amunakim. Jeder zweite. Aber Ding. Mann, es sieht scheiße aus. Ja, sieht doch scheiße aus, Bruder. Was soll ich sagen? Sieht scheiße aus. Was sagst du denn zu den Trikots? Die sehen aus wie Kaugummi, Mann. Egal. Wie Huber, Huber. Jetzt lacht uns jeder aus. Am Ende, der zuletzt lacht am besten. Freunde, wir machen gerade wieder 5er Sub-Pumpe mit Edis und Hamid. Hamid, zeig mal kurz, wie du geworfen hast. Zeig mal kurz. Sowieso Banane haben wir nach oben. Gegen ihn leicht verdientes Geld einfach. Huber. Bruder, du musst mit Druck umgehen. Junge, ein bisschen Schubs, Digga. Das ist gut. 5er Sub-Pumpe, fang an. Alles klar, Gänsehaut, passt. Oder du musst mit Druck umgehen. Ich mach das alles, Jack, Digga.
Niemals. Haben wir nicht? Da ist schon viel zu viel dabei. Da geht's? Ja. Nimm das, oder du? Stell auf und was hat man über Heide? Wir ziehen ihn voll aus, Bruder. Er kann nicht werfen, Haram, ja. Er kann nicht werfen, Digga. Wow, stark. Wow. Wallah, ich gönn dir, ich schwöre. Hast du gesehen? Hey, da geht's, aber du machst ganz gut. Warte, du raus, ich kann nachlegen, ne? Ja. Guck mal, jetzt. Ganz viel ohne Überleben, Digga. Bruder, Sams! Wir sind quitt. Wir beide sind quitt. Zeig mal dein Messer. Zeit! Zeit! Haram Maus will die ganze Zeit mitspielen, aber keiner gibt ihm Ball, Digga. Das ist so scheiße. Das ist so traurig, Digga. Er hat mich Kameramann gemacht. Ich bin Kameramann geworden. Von gestern auf heute, ich bin Kameramann. 20 Jahre geworden. Legacy haben wir. Ich hab richtig Flashbacks gerade. Ich bin einfach wieder Pizzalieferant geworden. Baksana. Der heutige Sponsor, Happy Slice, Molok Chakdirma. Ich sehe aus wie ein Donut, ja. Aber ey, Wallah, ne? Also, wenn ich eine Pizza jetzt testen würde und das bewerten würde, ich schwöre dir, ich würde eine 10 von 10 geben. Der Teig ist so krank, ne? Unglaublich, was für eine Pizza die gemacht haben, wirklich. Wir haben jetzt gerade angefangen, unser erstes Spiel läuft. Seit 20 Sekunden läuft, guck mal. Die haben keine Chance, Digga. Oh, okay, stark. Wir spielen gegen Rot gerade. Das Ding ist, wir sind 9 Spieler. Durchschnittlich gibt es 7 in einer Mannschaft, wir sind 9. Und bei uns sind alle groß, Digga. Also ich sage ganz ehrlich, zu 100%, wir werden Erster. Warlock, wir haben nur deutsche Eiche in der Mannschaft. Alle sind 2 Meter, Ananiski. Ich komme mit 1,70 einfach. Tony Parker. Max, Elfmeter! Oh, Junge! Was ist das denn? Ich kann nicht mehr, bei Gott, Digga! Ich hab mich auf Flossen gesetzt. Nennt ihr Ronaldo? Ich hab 2 Sekunden gespielt, 2 Sekunden. Schmeckt dieser Apfel, Mann? Der Apfel? Ja. Yeah. Der ist Baba, Bruder. Bruder, ich esse den mit, aber dann kommt so laut ist zu dir. Ich versuche. Junge, ich beobachte dich seit 5 Minuten. Wallah, du bist am Ende. Meine Beine zittern alles. Marek, wer hat den hier hingeholt? Lam, Wallah. Bruder, das ist gar nicht sein Sport. Wallah, Bruder. Bruder. Es gibt hier auch einen Pokal für die schlechtesten Spieler. Lüg nicht, bitte. Bruder, hoffentlich kriegt der Tippi. Weißt du, was er sagt hinter mir? Fener Alama die ganze Zeit. Walla, walla, walla. Er hat mich auseinandergenommen. Er sagt Fener Alama. Junge, Bilal hinter mir. Ich muss jetzt in die Kabine, Borok. Die sind alle sauer auf mich. Ich muss richtig entspannen. Ey, Sengir mehr, Digga. Doch, sonst lässt er die. Geh duschen, wir hauen ab. Du hast kein Gewicht mehr, hau ab. Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich fühle. Ich fühle mich wie ein Dalit, wie ein Versager. Ich sage auch noch zu meinen Jungs, ey Leute, vertraut ihr mir? Jeder sagt, ja, du schaffst das. Und dann, ich bin voll konzentriert. Ich will gerade werfen und dann kommt Bilal, der Dreckige. Er sagt, Fener Alama. Und auf einmal, der Druck steigt. Der Korb geht immer höher und immer weiter weg. Das Stadion wird enger. Ich höre alles doppelt mit Hall und Echo. Mann, ja, verfickte Scheiße, Mann, Alter, ja. Scheiße, verfickte Scheiße, Mann. Oh, Mann, wir sind raus. Du, seid ihr komplett raus? Warte mal. Nein, ihr habt nur ein Spiel gemacht, ihr habt noch ein zweites. Oder ich. Und dann? Und dann wird je nachdem, wer besser gespielt hat. Vielleicht müsst ihr noch ein drittes machen, je nachdem. Eine. Mann, ich bin ein Bastard, Guck mal jetzt, ich habe meine deutsche Armee aufgestellt, deutsche Panzer haben wir abgekommen. Guck, was wir jetzt machen. Diese deutsche Panzer an, Bruder. Ich glaube an meine Mannschaft, Digga. Ich bin Trainer jetzt. Ja, der ist dabei. Wir sind Trainer immer, was ist das? Eigentlich nicht. Alle, Nistiki, ich werde rein.
Stark, einfach stark, Bruder. Ich wollte nicht mal selber spielen, weil ich das so ernst genommen habe. Wallah, ich wollte einfach gewinnen. So, Freunde, hier ist das Catering. Sander Ratatouille-Gemüse, lecker. Lammgattine, lecker, Schmecker. Teriyaki-Hähnchen, Baksana Domuzaraba. Wow. Boah, Gemüse-Lasagne. Kartoffelgratin, lecker. Reis, wow. Wow, wow, wow. Rotkohlsalat, lecker, Schmecker. Schön Schweinefleisch. Lecker, lecker, Schwein. Das war's auch. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 9 Uhr, glaube ich. Wir ziehen die Kurve, wir ziehen Leine. Hat sehr Spaß gemacht. Sehr glücklich darüber dabei gewesen zu sein. Leider nicht so erfolgreich, aber sehr korrekte Menschen kennengelernt, sehr korrekte Leute kennengelernt. Und ja, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, wir haben einige Sachen euch zeigen können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und vielleicht sieht man sich ja bei anderen Events wieder. Ich habe jetzt hier noch mein Band. Wisst ihr noch damals, wo ich beim Echo war und dann mein Dings verkauft habe? Ich glaube, ich verkaufe das gleich jemanden für so einen Huni. Und sag ihn hier, wenn du ein Foto machen willst mit den Leuten hier. An dem Haus auch, du hast auch eins, ne? Boah, 200 Euro, wir holen Spritkosten raus. Ja, ne? Nein, Spaß beiseite. Keine Ahnung, vielleicht verlose ich das auch oder ich schicke das auch jemanden. Ihr könnt damit eigentlich nichts anfangen, aber so als Erinnerung. Jani, so Jani. Ey, was geht ab, alle? Geht alle. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach...